Hallo, bin ich zu hören? Ich bin zu hören, wunderbar. Herzlich willkommen zu unserem... Läuft die Aufnahme? Herzlich willkommen zu unserem letzten Vortrag hier im Hörsaal 2, heute am Mittwoch. Wir hören jetzt einen Vortrag von Berit zum Thema... Ja, sie möchte uns ein QGIS-Plugin vorstellen. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Berit und der Titel ist zwar auf Englisch, aber ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Man darf sein, beziehungsweise sollte sein Abstrakt in Deutsch hochladen. Das habe ich leider vergessen. Aber gut, ich möchte das heute euch unser Projekt vorstellen, das wir in der globalen oder in der Entwicklungszusammenarbeit zusammen mit der GIZ ausführen. Und ich arbeite bei der GFA, das ist ein Beraterunternehmen hier in Hamburg. Und wir haben verschiedene Fachbereiche und führen dann zusammen mit der, zum Beispiel mit der GIZ oder KfW, auch den Vereinten Nationen Projekte im sogenannten globalen Süden aus. Der Ablauf für die nächsten 15 Minuten hoffentlich ist eine Einleitung, also vielleicht einen kurzen Hintergrund zu mir, zu der digitalen Innovationsabteilung. Das ist die Abteilung, wo ich etabliert bin und eben dann die GFA. Und dann möchte ich euch noch kurz darüber berichten, wie die internationale Entwicklungszusammenarbeit, also GIZ, wie die jetzt auch langsam GIS-Fernerkundung etablieren oder hinterfragen oder fragen und dann an einem Beispiel in Äthiopien, wo wir jetzt gerade ein Projekt ausführen. Und dann gehe ich halt in diese Theorie und die Entwicklung des QGIS-Plugins, die wir für das Projekt entwickelt haben und am Ende hoffentlich noch die Demo von dem Plugin, das immer noch in Entwicklung steht, sage ich vorab, also Erwartungen bitte nicht zu hoch, aber gut. Kurz zu mir. Ich bin von Haus aus Geologin und Umweltwissenschaftlerin, habe dann Master im Schwerpunkt GIS und Fernerkundung gemacht an der Lund-Universität in Schweden und arbeite jetzt, wie gesagt, als GIS-Beraterin und bin auch noch freiberuflich unterwegs als Bildungsreferentin und mache halt viele Dinge noch nebenbei. Und ich sitze innerhalb dieses wunderbaren Teams. Wir sind mittlerweile 18, sind stark gewachsen in den letzten Jahr. 10 Leute sind dazugekommen, unter anderem eben auch Entwickler. Aber wir haben auch Ökonomen und andere mit dabei und sind mittlerweile, führen Projekte aus in diesen Ländern, die Sie dort sehen. Und ich weiß nicht, ob man das... Ja, wir haben jetzt mittlerweile unsere Leute, die sitzen eben auch in Kamerun, in Ghana und auch in England. Und wie gesagt, auch die GIZ und auch die KfW, die sind darauf aufgestiegen, dass Geodaten irgendwie doch wichtig sein könnten und es gibt immer mehr Projekte. Eins haben wir gerade letztes Jahr in Ägypten beendet, wo es darum ging, dass wir ein Web-GIS oder ein GIS für das Ministerium für Stadtplanung entwickelt haben, wo es eben darum ging, denen dabei zu helfen, Flächen zu bestimmen, die upgraded werden können, also renoviert werden können, wenn man so will. Und jetzt gerade haben wir eben dieses Projekt in Äthiopien, worauf ich dann gleich noch ein bisschen eingehen werde. Und was wir sehen, ist eben, dass die Projekte, die sollen einfach immer nur irgendwas darstellen. Also die Leute wollen sämtliche Daten einfach auf den geografischen Punkt bringen. Also was gucke ich mir da für Daten an? Und eben auch der Nutzung von Fernerkundung für Remote Management, Verification and Monitoring wird auch immer wichtiger. Und jetzt vielleicht zu dem Beispiel, wo wir jetzt gerade arbeiten, Äthiopien, Ostafrika.
ist eines der immer noch least developed countries, hat Landwirtschaft als großen Schwerpunkt für die Ökonomie dort. Und die sind natürlich auch sehr stark vom Klimawandel bedroht, mit einem Durchschnittstemperaturanstieg von 1,65 Grad in den letzten 70 Jahren. Und sind auch immer mehr von Extremwetter beeinflusst. Und das ist natürlich in Anbetracht dessen, dass sie eben viel auf Landwirtschaft aus sind, nicht gut. Also potenziell oder normalerweise ist es eben so, dass erst eine starke Trockenperiode kommt und dann eben diese Sturzfluten. Und das ist natürlich nicht so gut für die Ernte. Und da hat die GIZ eben versucht, gegenzusteuern, indem sie ein Programm, in den letzten 10 Jahren, meine ich, ist das jetzt im Gange, wo sie solche Staudämme entlang der Flüsse installiert haben, um dann eben das Wasser, wenn diese Fluten kommen, zu sammeln. Hier so, damit dann eben eine gewisse Bodenfeuchte noch vorhanden ist und die dann weiterhin eben dort anbauen können. Und das ist eben so, wie es vorher aussieht. Also gerade dieser Damm wurde gerade installiert und dann so sieht es halt dann eben hinterher aus. Man muss jetzt auch wissen, das ist ein anderer Monat, dann ist natürlich ein bisschen mehr da, aber man sieht eben schon, dass da eine starke Veränderung hier dann auch da ist, einfach weil die Bodenfeuchte höher ist. So, und hier sieht man das auch nochmal, ich hoffe, dass funktioniert das? Ja. So sieht man das dann eben dann auch, wie diese Staudämme da das Wasser dann auch, also es bleibt dann da, ne? Es fließt nicht einfach alles ab, sondern es bleibt eben auch da. Und das ist natürlich ganz gut. So, und jetzt ist aber die Frage, ich meine, die GIZ kann da nicht immer weiter bauen und machen. Es muss eben auch messbar gemacht werden, warum, also sollen wir das überhaupt weiter finanzieren? Das muss man natürlich statistisch relevant auch darstellen. Also ist eine statistisch relevante Veränderung zu sehen? Und wie kann man das machen? Man kann das anhand von Feldarbeit machen, aber das ist natürlich sehr teuer. Es ist vor allen Dingen auch gefährlich. Ich weiß nicht, ob ihr mal gehört habt, wie der Stand da ist in Äthiopien, aber es ist halt nicht so super gut. Und was kann denn dann hier jetzt eine Lösung sein? So sieht es dann hinterher aus, nochmal zu einer anderen Saisonzeit. Haben sie sich gedacht, ja, Lösung ist natürlich die Fernerkundung. Daraufhin haben sie dann ein Projekt ausgeschrieben und das haben wir als GFA haben uns darauf beworben und das gewonnen und führen das jetzt zusammen mit unserem slowenischen Partner GeoCuris aus und entwickeln halt ein Plugin. Und die Kriterien, die vorgegeben waren, war, es muss auf einer bestehenden Methode basieren, die nicht so einfach, verständlich war für uns. Sie muss natürlich kostenlos sein, es muss low maintenance sein, wie so ein Steingarten und alles muss natürlich statistisch irgendwie relevant sein und das natürlich innerhalb von einer gewissen Zeit und einem gewissen Budget. So, dann komme ich jetzt mal zur Theorie, beziehungsweise das ist so die Systemarchitektur, die wir haben. Wir haben halt immer einen Server, wo wir wir benutzen Fernerkundungsdaten Sentinel-2 und Landsat, die wir durch Google Earth Engine über Schnittstelle in unsere Datenbank bekommen, die sich jeden Tag synchronisiert und damit wir halt auch immer die neuesten Daten da haben und es soll natürlich auch offline sein, also es soll offline verfügbar sein. Das heißt, was wir machen ist, dass wir im Hintergrund diesen Server haben, wo eben sämtliche Bilder liegen, die für uns relevant sind und die werden dann durch ein API kann man die auf seinen lokalen Client bringen,
wenn man will, alle davon. Das sind dann aber auch ziemlich viele Daten. Und oder es ist einfach eine riesengroße Menge. Und dann kann man hier halt auch noch die verschiedenen Zeitangaben eingeben. Ich zeige euch das nachher auch nochmal, wie das aussieht. Und dann kann man eben diesen Test durchführen und das wird dann am Ende exportiert in einer PDF-Datei, die dann der User sozusagen benutzen kann, um zu sehen, ob da eine statistisch relevante Veränderung zu sehen ist. So viel erstmal dazu. Für diese Trendanalyse benutzen wir den, ich glaube, sehr klassischen mittlerweile Mann-Candle-Test, der eben misst, ob es einen relevanten Aufstiegs- oder Abstiegstrend zu sehen ist. Und das Ganze wird dann mit der Hilfe dieser Sendslope nochmal, wird dann eben diese Steigung auch nochmal dargestellt, so dass wir dann am Ende einen Wert zwischen 0 und 1 haben. Und je nachdem, ob es dann niedrig ist, ist eine relevante große Veränderung zu sehen oder, Entschuldigung, 1 minus 1 muss ich sagen. Wenn es halt negativ ist, dann sehen wir da eher einen negativen Trend und wenn er positiv ist, dann sehen wir eben einen positiven Trend. So, das Ganze sieht dann eben so aus, wenn man das im Plugin hat. Du hast auf der linken Seite, sieht man eben einmal diesen, hier sieht man eine dieser NDVI-Lagen. Man muss sich halt vorstellen, man hat NDVI, NDVI, NDVI. Dann lässt man darüber die Trendanalyse, also den Mann-Candle-Test laufen. Und am Ende bekommt man eben nur noch die Pixel raus, die dir zeigen, dass hier halt eine relevante Veränderung stattgefunden und der Rest bleibt eben blank, weil da eben nichts passiert ist. Die Punkte, die ihr jetzt hier seht, das sind eben diese Staudämme und ich glaube, noch kann man sagen, also die Veränderung ist noch nicht so riesengroß. Man muss dazu aber eben auch wissen, dass diese Staudämme erst vor 2-3 Jahren installiert worden sind und dann ist natürlich dieser signifikante Trend nicht so einfach zu sehen. Und dann ist jetzt aber doch die Frage, okay, Damm oder nicht Damm, ist das jetzt aufgrund des Dammes, dass hier irgendwas verändert worden ist oder nicht? Da mussten wir uns dann irgendwas anderes überlegen, weil es, wie ihr jetzt gerade hier gesehen habt, die sind überall, diese Veränderungen sind ja überall zu sehen, nicht nur am Flussbett oder am Lang des Dammes, sondern eben überall. Das ist eben auch einfach ein bisschen random. So mussten wir uns dann was anderes überlegen und haben das dann anhand einer Kontrollgruppe festgemacht, wo wir eben Zonal Statistics plus einen T-Test, wir haben halt erst Zonal Statistics angewandt auf einer Bufferzone um diesen Damm herum, um dann eben die zu vergleichen und dann abzugucken, haben wir einen T-Test durchgeführt, ob da jetzt eine signifikante Veränderung ist oder nicht. Ich habe es jetzt gespart, auf die einzelnen Schritte einzugehen, weil es ist dann doch ein bisschen trocken, um ehrlich zu sein. Und naja, wir sind jetzt hier gerade dabei, diesen Bericht am Ende nochmal zu entwickeln. Also wie soll er aussehen, was kriegt dann der User am Ende raus? Das ist dann, er kriegt hier die Mean NDVIs zu sehen von den Bildern, die benutzt worden sind in dieser Analyse. Und dann hat man hier die Ergebnisse der Zonal Statistics drin, wo man dann eben sieht, also im Rahmen von dieser Bufferzone, was sind da diese Trend, also was sind die Means von den Mann-Candle-Ergebnissen. Und man kann, also idealerweise sollte dann hier stehen, ja, um einen Damm herum sollte ein signifikanter Anstieg der Vegetation da sein oder nicht. Das sieht aber alles, ist halt noch in Entwicklung und ich freue mich da auch gerne über Anregungen.
So, und jetzt dachte ich, zeige ich euch das nochmal. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ja, das ist wunderbar. Das zeigt er jetzt natürlich nicht. Warte mal. Ha. So. Ich muss das ja auch noch. Kleinen Moment. So. Also wie das ganze Ding hier aussieht, wenn man das aufmacht, wir haben das hier halt als diesen Plugin installiert. Man kann sich hier jetzt die verschiedenen Regionen aussuchen, wo wir sind. Und das, was ich gesagt habe, hier sieht man jetzt, ich habe nur Amadli. Amadli ist eines der Regionen, wo wir arbeiten. Das liegt daran, dass ich hier alle Regionen zur Verfügung habe, die wir haben. Und die sind aber nach wie vor in dieser Back, also auf dem Server noch. Die habe ich noch nicht runtergeladen. Das heißt, ich könnte jetzt, mache ich jetzt aber nicht, das dauert nämlich ziemlich lange, seht ihr hier, wie die wann der das letzte Mal abgedatet worden ist. Und ich könnte jetzt sozusagen hier das mit reinnehmen und dann halt synchronisieren. Das würde dann das alles machen und das würde ich dann am Ende dann hier auch sehen können. Und dann habe ich halt hier die einzelnen Staudämme, die ich auswählen kann, um dann die Analyse an den verschiedenen Zeitgattern oder Zeitfenstern mir zu überlegen. Man sollte natürlich nicht alle Monate benutzen, weil ich meine, der Vegetationstrend, der geht ja auch so über die Saisons hinweg. Daher sollte man sich dann eben auf ein oder zwei Monate das einfach nur auf zwei Monate fokussieren. Dann kann man hier Next drücken und dann werden eben hier, kannst du hier die verschiedenen Indexe auswählen oder Indizes, wie man das so schön sagt, auf die der Test dann laufen soll. Und man kann eben auch noch sagen, okay, ich möchte das jetzt nur auf Landsat haben oder nur auf Sentinel. Und dann am Ende kann man diese Indizes jetzt ausrechnen. Das würde die dann direkt diese ganz sämtliche Bilder hier reinladen, wenn du sie haben wollen würdest zur Visualisierung. Und am Ende kriegst du dann eben deinen schönen Report raus, der so aussah wie den ich jetzt gerade gezeigt habe. Und das versuchen wir halt noch ein bisschen weiterzuentwickeln, damit dann die Leute das vor Ort auch benutzen können. Man muss sich das ja immer so vorstellen, dass die Leute, die dort arbeiten, dass deren Kapazität, gerade was so technisch angeht, eben, die können QGIS öffnen und dann vielleicht eine Shapefile reinladen, aber mehr ist da eben auch noch nicht angekommen und das ist halt auch etwas, was wir versuchen irgendwie abzudenken. Also wir entwickeln das user-friendly, wie man das so schön sagt. Ja, und sonst war es das von meiner Seite. Ich danke euch und bin schon fertig. Vielen Dank, Gerrit. Wir haben eine Frage bekommen hier über das Pad. 5x5 Kilometer scheint relativ grob zu sein. Habt ihr auch feinere Auflösungen getestet? Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht ganz erklärt, weil ich nicht genau wusste, wie krass ich jetzt in diese Details reingehen soll. Naja, wir haben uns was ihr da gesehen habt, müsst ihr euch einmal vorstellen. Ich gehe vielleicht auch noch mal kurz zurück auf dieses hier. Also, was wir uns halt überlegt haben, dieser ganze Server, der wird ja dauerhaft abgedatet mit den neuesten Bildern. Hätten wir das für ganz Äthiopien gemacht,
dann wäre das eine Datenmenge gewesen, die einfach nicht kompatibel ist mit den Servern, die in der GIZ oder in den Ministerien dort vor Ort sind. Das heißt, wir mussten uns so ein bisschen beschränken und haben dann eben kalkuliert, wie viele Terabytes und sonste was wären das, und haben uns dann für 5x5 Kilometer entschieden. Das stand da jetzt, ich habe das überhaupt nicht erklärt, aber all diese Bilder, die eben runtergeladen werden, das sind eben nur 5x5 Kilometer Ausschnitte. Das heißt, wir haben nicht alle Daten für ganz Äthiopien da, was so ein bisschen ungünstig ist, aber wieder, man muss es eben user-centric und mit den Kapazitäten, die vorhanden sind, machen. Ich hoffe, das erklärt es. Aber die Auflösungen sind eben 10 bzw. 30 Meter, je nach, ob man nur Landsat benutzt oder nur Sentinel oder beides. Okay, danke. Das QGIS-Plugin, wird das im offiziellen QGIS-Plugin-Repository vertrieben oder habt ihr da ein eigenes Repository aufgesetzt? Wir haben eine ZIP-File auf GitHub. Man kann das da, glaube ich, downloaden. Ja. Okay. Haben wir noch Fragen hier im Raum? Keine Fragen, okay. Dann war das unsere letzte Session. Vielen Dank, Gerrit. Dankeschön. Danke, dass ihr noch geblieben seid.